So, und damit herzlich willkommen zu einem neuen kleinen, ganz entspannten Höhlenerkundungsvideo. Ich schaue mir heute ein kleines Felsental an. In diesem Tal gibt es auch ein paar kleine Höhlen zu sehen. Auch teilweise welche, die ganz interessant klangen. Deswegen schauen wir einfach mal. Also, wenn ihr Bock habt, schaut mit rein und let's go. Hier ist echt der Hammer. Die ganze Zeit links und rechts die Felswände. Und hier kommen zum Glück echt relativ selten Autos vorbei. So, jetzt muss ich nur noch die Höhlen finden. Bisher nur sowas hier. Kleine Nischen und Grotten. Ach, okay. Ja. Da haben wir Nummer 1 gefunden. Ziemlich breite Halle, da hinten kann man noch reinkrabbeln ein Stück. Ah, drüben ist wieder Tageslicht und da hinten kann man auch noch reinkrabbeln. Da haben wir auch gleich einen Knochen. Oh, mehrere Knochen. Ja, da hinten geht tatsächlich ein Gang rein. Ne, da passe ich nicht mehr durch. Aber es geht da irgendwie noch weiter nach hinten. Ganz interessant. So, jetzt bin ich am hinteren Ende angekommen. Da kann man jetzt noch ein bisschen reinkrauchen, aber dann ist Schluss. Sehr versteckt, hätte man fast nicht gesehen. Aber gut, war jetzt auch nicht so sehenswert. So, Höhle Nummer 2. Oh, das war's schon. Also unten ist Schluss, aber oben könnte es noch ein bisschen weitergehen, wie es aussieht. Okay, da dürfte es runter zum unteren Gang gehen. Aber hier ist auch Schluss. Alles verschüttet. Eine kleine Quelle, die hier aus dem Boden kommt. Unter dem kleinen Fluss das Tal lang fließt. Super cool. So, und Höhle 3. Geradezu ist wieder Schluss, aber oben, da sieht man schon, geht es noch weit rein. Also raufklettern. Wow, nicht schlecht. Schauen wir mal hoch.
So, jetzt bin ich ganz oben angekommen. So, aber von hier oben gibt es jetzt keinen Weg mehr weiter. Wie es aussieht. Nee, alles nur Nischen. Also die Straße hätten sich auch sparen können. Hier kommt so gut wie nie ein Auto vorbei. Und wenn sie die weggelassen hätten, wäre das hier ein richtig tolles, wildromantisches Tal. So, jetzt habe ich da drüben gerade noch einen kleinen Spalt entdeckt. Und ich vermisse auch noch die längste Höhle in diesem Tal. Mal gucken, die soll jetzt auch ein bisschen abwärts gehen. Es könnte sein, dass ich da ein Seil brauche. Aber schauen wir erstmal rein, ob das überhaupt was ist. So, jetzt stehe ich vor dem Eingang. Und das Ganze ist eine tiefe Kluft, die tatsächlich ziemlich steil nach unten geht, aber das sieht bisher absolut machbar aus. So, also ich stehe hier gerade kurz vor so einer Zwischenstufe. Man sieht, links geht es tiefer runter und da vorne geht es auch irgendwie nach unten. Allerdings jetzt wirklich senkrecht. So, jetzt bin ich an dem hinteren Loch angekommen und das geht da drüben auch noch weiter. Und es geht senkrecht abwärts. Mehr oder weniger. Ja, man würde ja schon Tritte finden, aber die sind nach unten hin echt spärlich. Also ein Seil würde mir mehr gefallen, muss ich sagen. Das Ding ist, ich bin hier auf Versturz, der sich in dem Spalt hier verkantet hat. Und das alles hier ist halt komplett lose und das Ganze hier habe ich gerade schon weggeschüttet nach unten. Und wenn ich hier mein Seil befestige und dann löst sich irgendwas, dann habe ich schön Steinschlag von oben, das ist auch nicht so geil. Dann sind hier die Kanten von dem Felsen auch scheiße scharf, also das ist alles nicht ideal, um hier ein Seil einzubauen, finde ich. Vor allem, da ich jetzt alleine bin, soll das wirklich möglichst absolut sicher sein. Macht mich gerade nicht so an, also sorry, aber... Die Teile kann ich jetzt leider nicht filmen. Aber an sich ist die Höhle cool. Das ist eine richtig tiefe Kluft. Auch relativ breit, aber alles auch ziemlich brüchig hier. Wenn jetzt da unten noch viel käme, wäre es spannend. Aber so ist die Höhle ja eh nicht so lang. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.